beziehungsweise denn morgen, beziehungsweise in ein paar Stunden schon, fliegen wir nach London. Und ja, wir sind jetzt kurz vor dem Schlafen, denn wir müssen um kurz nach 3 wieder aufstehen, weil unser Flieger geht um 6. Und ja, wir stimmen uns schon mal ein mit Harry Potter, denn wir gehen morgen direkt am ersten Tag, wenn wir ankommen, in die Harry Potter Ausstellung. Und das wird cool werden. Und jetzt gehe ich aber schlafen. Ich melde mich dann morgen. Gute Nacht. Good morning in the morning. Es ist Viel zu früh. viel zu früh. Es ist 4 Uhr morgens. Wir sind schon seit 20 nach 3 wach und haben uns jetzt fertig gemacht und machen uns jetzt auf den Weg zum Flughafen. Aber vorher müssen wir noch einen Kaffee trinken, denn ich denke, wir überstehen den Tag sonst nicht. Und das Lara. Und wir melden uns dann vom Flughafen wieder. Bis dann. Tschüss. Wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Was ich. Ich sehe total durchgefickt aus. Ich habe kaum geschlafen, weil ich echt aufgeregt war. Und Zelda ist auch da. Zelda, wo bist du? Ach, da. Hi. Und ich habe tierische Flugangst und ich bin so seit 11, 12 Jahren nicht mehr geflogen. Ich habe voll den roten Punkt auf der Nase, aber egal. Ich fliege heute. Und es wird gut. Hoffe ich. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt gleich mal rein, wenn Lara endlich fertig ist mit dem ungesunden Rauchen. Und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt richtig sind, denn wir haben keine Ahnung, ob wir richtig sind. Okay, gibt's auf jeden Fall ein McDonald's und ich bin gerettet und tschüss! Ja, FR 281 Freilandungsland, Landeplatz 6:45 Uhr. Wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle durch und sitzen jetzt hier und warten, dass wir gleich durchs Gate können. Und Zelda spielt schön im Flugzeug. Also nicht im Großen. Nein, im Kleinen. Ich habe immer noch diesen Punkt auf der Nase. Ich habe festgestellt, es ist ein Pickel. Seht euch meinen Pickel an. Er redet mit ihr. Ich habe nur einen Eyeliner. Sie hat nur einen Eyeliner und sie muss sich auch unbedingt am Flughafen schminken, anstatt zu Hause. So wie normale Menschen es tun. Ja, ich muss ja noch ein Kind anziehen, Liebelein. Ja, die hätte auch nackig fliegen können, warum Ja, denn nicht? natürlich. Ist doch egal, sie hat doch noch nichts. Okay. Wieso sehen meine Augenbrauen eigentlich so komisch aus und deine so voll on point? Ich bin voll schlecht in Augenbrauen. Deine sehen aber gut aus. Guck dir mal meine an. Ah, bam. Gucken wir uns das einfach mal nicht von nah an. Wir gehen Zelda gucken. Wir gehen jetzt gucken, was Zelda macht. Was tust du da? Wie rutschst du denn? So, pass auf, dass du dir nicht wehtust. Zelda ist gelandet. Guck mal, Zelda. Ganz viele Flugzeuge. Okay, so viele sind es jetzt nicht, aber guck mal, Flugzeuge. Okay, Zelda interessiert sich nicht für die Flugzeuge. Wir sind jetzt im Flugzeug.
Lara ist halb ausgezogen und Zelda ist eine Brezel. Brötchen, 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 Brötchen. Ich glaube, ich kollabiere gleich. Ja. Ich muss auch gleich Flugmodus aktivieren, ne? Ja, ich aktiviere jetzt gleich den Flugmodus und hoffe, dass wir unbeschadet ankommen. Ja, musst du sagen, dass es dir gut geht. Ich bin mega am Zittern. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich will einfach nur noch hier raus. Ich melde mich dann so gleich mal irgendwann. So, wir sitzen immer noch in Köln. Wir waren schon im Flieger drin, aber wir wurden wieder rausgeschickt, weil irgendwas mit dem Druckausgleich nicht gestimmt hat. Und jetzt warten wir schon über eine halbe Stunde auf eine neue Maschine. Und ja, wir hoffen mal, dass wir heute noch nach London kommen. Zelda schläft. Emily ist genervt. Ich bin auch genervt. Und ja, tschüss. Schon so ein paar Stunden hier am Flughafen. 5 oder so. Also unser Flug sollte um 7:15 gehen und jetzt haben wir 11:30 und wir sitzen immer noch am Flughafen. Ja. Es läuft bei uns, würde ich sagen. Zelda schläft halt neben mir und Lara hat versucht, irgendwie den Flug umzubuchen, denn wahrscheinlich können wir die Harry Potter Tour vergessen heute, denn wir wissen nicht, wann unser Flieger fliegt, ob er überhaupt fliegt. Und ja, ein bisschen scheiße. Heute Morgen war auch der Moment. Hallo. Die lachen nicht alle aus. Sitzt im Flieger. Wir sind immer noch in Köln. Du auch wiedersehen. Aber es steht jetzt ein neuer Termin für unseren Flug und das ist 12:30. Gute und das Nacht. Ist gleich. Sie haben Bier. Für schnappige 3,50. Und wir hoffen mal, dass wir jetzt hier endlich wegkommen und nach London kommen. Wir können jetzt endlich boarden, also das zweite Mal heute und gucken mal, ob es jetzt funktioniert. Und wir haben mega viele nette Menschen kennengelernt und ja, wir verklagen jetzt Ryanair und das wird einfach, ja, das wird witzig. Also Daumen drücken. Also ich sitze schon im Flugzeug jetzt. Lara kommt mit dem zweiten Bus und ja, noch sind die Sitze neben mir leer. Aber ich freue mich, weil es jetzt endlich losgeht nach über 7 Stunden Verspätung. Wir haben super nette Leute kennengelernt und sind jetzt mit denen noch 1 Stunde lang im Flugzeug. Und ja, jetzt geht's los. Wir sind jetzt in der Luft. Ich habe keinen Plan, ob man mich überhaupt hört, aber wir sind jetzt in der Luft. Und ich habe mega geheult, weil ich totale Flugangst habe. Aber ich habe es geschafft. Lara auch. Und Zelda sowieso. Ein bisschen kränkelig, aber das kriegen wir schon hin. Wir müssen jetzt noch Karten für den Zug kaufen und dann machen wir uns auf den Weg und versuchen noch unsere Tour rechtzeitig zu schaffen, was wir wahrscheinlich nicht schaffen werden. Aber mein roter Punkt ist wieder da. Also wir sind ja angekommen und das erste, was wir jetzt gemacht haben, ist,
Wir sind bei Burger King. Wir hatten echt mega Hunger, weil wir halt nichts zu essen bekommen haben von Ryanair als Entschädigung, was ziemlich dreckig ist. Und ja. Und wir hatten kein Geld, um selber was zu machen. Genau, wir sind arme Menschen, wir hatten kein Geld. Ja, yeah. Auf jeden Fall essen wir jetzt. Mama, Geld. Und das ist einfach keine Plattform, 9¾ in Sicht. Nur das da. Und damit müssen wir jetzt nach London fahren. Wir sind noch in Stansted. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall da und gucken mal, wo wir ankommen. Willst du mal einsteigen irgendwann? Nö. Einsteigen? Wie lange willst du denn noch geradeaus laufen? Steig jetzt mal in den hier ein. Ja. Ich möchte gerne den Zug von innen zeigen. Mal gucken, ob der so aussieht wie in Deutschland. Freut mich, ist das denn die erste Klasse? Ist das die erste Klasse? Ich hab keine Ahnung. Oder ist das da drüben? Ich hab keine Ahnung. Das ist der. Okay, okay. Zelda, komm. Nee. Hier Fenster. Du darfst immer ans so. Die letzte hin. Ist ein bisschen dunkel hier drin, ne? Ja. Aber sonst. Es ist halt. Das erinnert so ein bisschen an den Hogwarts Express nicht. Deine Mutter. Hi. Wir sehen uns jetzt nicht gleich, oder? Nein. Ah. Oh, ich kleine und große. Kleine und große. Guck mal, kleine und große. Ja, ganz viele. Guck mal. Guck mal, Mama. Tschüss. Guck mal, Mama, da bist du. Ja. Ganz oft. Ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Wir sind in London. Und da steht eine grüne Mülltonne. So, das Erste, was ich in London filme, ist einfach diese Mülltonne. Zelda, wo sind wir? Weißt du das? Nein. In London. Wir haben jetzt unser Zimmer betreten und es ist einfach mal mega klein, weil hier drei Betten drin stehen. Guck mal, das ist mein Bett. Ja, das ist Zeldas Bett, das ist Laras Bett, die kriegt natürlich hier das große Bett, ne? Die braucht das auch. Das Queen Size Bett. Und ich krieg das unser Fenster. Und du kriegst das Fenster. Das Fenster kriege ich. Ich darf nicht im Bett schlafen, ich krieg das Fenster. Und dann haben wir noch einen süßen kleinen Fernseher. Zieh meine Schuhe aus. Genau, zieh deine Schuhe aus. Oh mein Gott. Das ist unterschiedlich. Also auch mega klein, aber ist voll süß. Ist alles mega klein, aber ey, wir haben eine Badewanne und die ist eigentlich ziemlich cool. Ja, und das ist unser Zimmer. Wir sind halt jetzt einkaufen. Zelda. Grüß dich schon. Ich habe gerade ein warmes Bad genommen. Lara zieht sich gerade aus. Und ja, die Harry Potter Tour haben wir heute nicht geschafft. Aber ich habe da angerufen bei den Warner Brothers Studios. Und wir haben jetzt für morgen eine Tour um 12:30. Auch wenn alles ausgebucht war, die hatten voll Mitleid mit uns, weil wir halt so lange Verspätung hatten.
Und deswegen dürfen wir morgen rein. Und ich freue mich schon voll. Und wir waren auch vorhin einkaufen in London. Ich habe mir jetzt sowas geholt. Und noch viel mehr Scheiß. So zum Essen. Und ja, wir gehen gleich auch schlafen. Ich esse das jetzt noch und dann. Wir sind heute schon ein bisschen sehr lange wach. Okay, ich melde mich dann morgen wieder. Auf Wiedersehen.